So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Genau das, worauf alle gewartet haben, da ja morgen am Freitag der Mega-Raid-Boss wechselt, Mega-Tau-Boss geht weg und es kommt was anderes Neues rein. Die ganze Zeit hieß es, was wird kommen? Alle haben gedacht, Mega-Kangama. Ich habe gesagt, Mega-Kangama oder vielleicht auch Mega-Latias, Latios. Aber ich denke mal, die sind ja legendär und Mega, die werden sich vielleicht aufgespart. Ich würde denken trotzdem, dass Mega-Kangama zuerst kommt und das Rennen macht, was trotzdem besonders ist, da der ja eigentlich regional ist und gar nicht bei uns erhältlich. Der wird morgen kommen, ab 10 Uhr wechseln die Eier, ab 11 Uhr kann der schlüpfen mit dem kleinen Haken, dass er eben nur übers Wochenende bleibt und das wird den meisten jetzt wieder gar nicht schmecken, obwohl, wenn man nur Mega Kangama Raids macht, um einmal die Mega-Entwicklung durchzuführen, dürfte das auch okay sein. Jeder sollte die Möglichkeit haben, 3 Raids zu machen. Wir werden auch morgen Raids für Zuschauer machen mit Mega Kangama. Ab 11 Uhr einen Community Raid und ab 18 Uhr Mega Raids mit Kangama. Da seid ihr eingeladen mitzumachen. Hier gibt es jetzt auch irgendeinen Trailer, den wollen wir uns mal schnell anschauen. Es gibt auch einen Kangama Raid Day. Es gibt ein Event, eine Spezialforschung dazu. Schauen wir uns jetzt alles fix nochmal an, zusammengefasst. Weltweite Einführung der überarbeiteten Mega-Entwicklung mit Mega Kangama und dem Event ein Mega-Moment. Wir drücken jetzt mal hier drauf. Mega Evolution in Pokémon Go is getting a mega update. Mega levels mean mega bonuses. And it'll be easier to mega evolve your Pokémon. Log in now to challenge Mega Kangaskhan. Available globally now. Das ist doch ein fetziger Trailer, oder? Beim süß, wie das Kangama halt sein Baby dann einfach aus dem Beutel rauszieht. Und das ist im Prinzip die ganze Mega-Entwicklung. Wer noch keinen Shiny Kangama hat, kann die Chance natürlich nutzen, denn wie bei jedem Mega-Raid wird das Mega-Pokémon als Shiny erhältlich sein, wenn man es dann fängt. Trainer, das Update für die Mega-Entwicklung in Pokémon Go ist jetzt weltweit verfügbar. Zu diesem Anlass gibt es eine neue Spezialforschung, ein besonderes Event und einen neuen Mega-Raid. Hier Mega Update in Pokémon Go. In diesem Video erhaltet ihr einen schnellen Überblick über alle Änderungen. Gucken wir uns auch mal noch schnell an, weil es ja viele neue Sachen gibt, die immer textlich waren. Jetzt mal hier zusammengefasst im Video. Mega Evolution is an evolution that transcends all others. Mega Evolution temporarily changes a Pokémon's appearance and increases its strength. In Pokémon Go, trainers use Mega Energy to Mega Evolve their Pokémon. But with the latest Pokémon Go Update, Mega Evolution will now be easier and more rewarding than ever before. Einfacher und lohnenswerter als je zuvor. Here's a quick look at the changes that'll be coming in this update. Most Mega Raids. Der redet halt Englisch, aber hier steht ja auch, die meisten Mega Raids werden leichter, sodass sie mit weniger Spielern schaffen können. Viele haben immer Angst gehabt, sie schaffen das nicht, die haben dann zu sechst probiert, die haben das nicht geschafft, sie werden leichter, dass ihr mit weniger Spielern es schafft. Will be easier. You can now take them on with fewer people. You'll be able. Die Mega-Entwicklung eines Pokémon ist jetzt über den Vorbereitungsbildschirm für Raid-Kämpfe und andere Kämpfe möglich. Also wenn ihr in einer Lobby seid und ihr habt keine Mega-Entwicklung dabei, könntet ihr in dem Moment noch ein Pokémon auswählen und Mega entwickeln, damit ihr dann auch dort mit der Mega-Entwicklung kämpfen könnt. To Mega Evolve your Pokémon from Raid and Battle Prep Screens. Pokémon you have Mega Evolved before will now have an additional visual effect added to their information page. So. Bei den Pokémon, die ihr schon mal mega entwickelt habt, wird ein visueller Effekt hinzugefügt. Ihr seht dann also, das habe ich schon mal mega entwickelt gehabt. Deswegen sieht man hinten auch die Mega-Entwicklung so als Hintergrund. Ist natürlich cool, so seht ihr auf den ersten Blick genau, welches habt ihr schon mal entwickelt, welches noch nicht. Nicht, dass ihr das Falsche entwickelt und dann es wieder mehr kostet. Weil wenn ihr schon mal eins entwickelt habt, ist das natürlich günstiger. Und es ist ein Andenken an das Ereignis, dass ihr den schon mal entwickelt habt. Ist auch fein, oder? Wenn man das hinten so drin hat. Commemorate this momentous achievement. Mega Evolved Pokémon now also have access to Mega Levels and a one-time cost. Für die Mega-Entwicklung fallen nur einmalige Kosten an und mit der Mega-Entwicklung werden Mega-Level freigeschaltet. Je mehr ihr das halt macht, desto höher steigert sich der Mega-Level. Es gibt 3 Level, das haben wir heute auch schon mal erklärt. Eigentlich ist schon fast alles gesagt. Ihr seht das auch, wie das dann halt hier aussieht im Spiel. The Mega Evolved. Let's dive a little deeper, shall we? Mega Mastery, introducing Mega Levels. Being a Pokémon trainer is all about helping your Pokémon grow. And we're introducing a new way for you to do just that.
Mega-Levels. Sieht doch gut aus, dass jetzt diese Zeit, die abläuft, nicht mehr hier oben mitten im Zeugs ist, also hier unten hinten, sondern dass es jetzt extra hier am Rand steht, finde ich. Every time you visuell besser dargestellt. Mega-Evolve a Pokémon, you work toward increasing its Mega-Level. You'll get more bonuses. Mit steigendem Mega-Level werden neue Boni für das Pokémon freigeschalten. Diese sind aktiv, solange ein Pokémon sich in seiner Mega-Form befindet. Wo es dann halt auch mehr Bonbons gibt, mehr Erfahrungspunkte, mehr Schaden machen, lauter so Sachen. Das steht ja auch immer dabei dann, wenn ihr was entwickelt. Every time a Pokémon's Mega-Level goes up, and these bonuses will. Und je öfter ihr es halt mega entwickelt und der Mega-Level sich steigert, desto mehr Boni habt ihr, die freigeschalten werdet, die ihr dann insgesamt nutzen könnt. Da dreht sich dann auch um XL. Stay active while your Pokémon is mega evolved. Each Mega-Level grants various bonuses. Bonuses vary by Pokémon. And all bonuses will improve as a Pokémon's Mega-Level increases. Existing bonuses. Increase Candy when you catch Pokémon that. Ja gut, die ganzen einzelnen Sachen, die haben wir euch auch schon mal erklärt. Auch die Typ-Effektivitäten, dass es das verstärkt, die Attacken verstärkt, mehr Bonbons für die entsprechenden Typen, das ist ja jetzt auch schon so ähnlich. Das seht ihr, wie gesagt, alles drunter, auch die neuen Boni mit den mehr Erfahrungspunkten und so weiter und auch die Chance, die erhöhte Chance auf XL-Bonbons, die sind auch neu drin. Deswegen machen wir das jetzt hier mal weiter. Und die Ruhephase eines Pokémon verringert sich natürlich auch mit dem Level, aber das haben wir auch schon mal gesagt. Wenn ihr gar keine Stufe habt, müsstet ihr 14 Tage warten, bis ihr das zweite Mal entwickeln könnt. Kostenlos, ohne Mega-Energie. Wenn ihr aber auf der letzten seid, dauert es nur 2 Tage und ihr könnt alle 2 Tage kostenlos eure Mega-Entwicklung wieder durchführen, ohne Mega-Energie einzusetzen. Also sehr nett. It decreases as its Mega-Level increases. More Mega Moments, a one-time cost to Mega Evolve. With this update, after you Mega Evolve a Pokémon for the first time, you'll be able to Mega Evolve that same Pokémon again, without using Mega Energy. After Mega. Die erste müsstet ihr halt durch Mega Energie machen, aber dann, wisst ihr ja, könnt ihr trotzdem immer nach 14 Tagen es kostenlos entwickeln und dadurch auch euer Mega-Level steigern. Es lohnt sich also weiterhin trotzdem erstmal so 3 Raids vielleicht zu machen. Wenn man 70 Energie kriegt, 7, 14, 21, ab 200 kann man entwickeln. Außer bei legendären Mega-Raids, das sind sie dann 300. Würde ich euch also empfehlen, macht trotzdem erstmal 3 Mega-Raids, dass ihr es einmal entwickelt. Und wenn das Ding dann nicht mehr da ist, könnt ihr trotzdem immer über die kostenlose Entwicklung Stück für Stück es wieder mal entwickeln und euer Mega-Level steigern. Keep evolving, your Pokémon will be fatigued and need time before it can Mega-Evolve again. Once this rest period is over, that Pokémon can Mega Evolve again without using Mega Energy. You can use Mega Energy to decrease a Pokémon's rest period. The Mega Energy required to Mega Evolve a Pokémon will decrease as the Pokémon's rest period becomes shorter. Wenn ihr halt diese 14 Tage dann nicht warten wollt, bevor ihr es weiter kostenlos entwickeln könnt, dann könnt ihr mit der Mega Energie jetzt dann also diese Ruhephase überbrücken. Aber man rennt ja nicht jeden Tag mit derselben Mega-Entwicklung rum, oder? Einmal pro Woche wäre natürlich nett, immer zur Raid-Stunde, da würde sich das auch anbieten. Aber je nach Boss nimmt man dann ja eh eine andere. Und so kann man Stück für Stück immer den Level steigern, ohne jetzt unbedingt jedes Mal wieder auf Energiesuche zu sein. Get out there and raid, catch and battle. Log in today and try out these mega changes. Bam, loggt euch jetzt ein, um die Mega-Änderungen zu testen. Da ist hier das Entwicklertagebuch, das haben wir uns beim letzten Mal schon angeguckt. Hier steht auch noch da eine Spezialforschung. Trainer ab Level 5 erhalten eine neue Spezialforschung mit verzweigten Aufgaben. Wählt Bisaflor, Glurak oder Turdog und probiert die Mega-Entwicklung selbst aus. Ich werde Glurak nehmen, weil es meiner Meinung nach das nützlichste und stärkste ist. Ein Mega-Moment vom Freitag. 29. April ist ja dann morgen 10 Uhr Ortszeit, kommt das also rein, bis Sonntag, dem 1. Mai um 22 Uhr. Mega Kangama macht ein Mega-Auftritt. Mega Kangama erscheint zum ersten Mal in Mega Raids. Ist jetzt Mega Kangama wirklich also nur bis Sonntag 20 Uhr da? Oder läuft in der Zeit eben nur dieses Event? Und Mega Kangama bleibt auch noch ein Stück länger, sonst würde der ja schon wieder wechseln am 1. Mai. Aber gut, wir haben ja den Eventkalender für Mai noch nicht. Kann also sein, dass im Mai direkt am Anfang sowieso wieder ein anderer Mega Raid reinkommt.
Das fehlt auch noch. Das müsste ja jetzt auch am Wochenende kommen. Die News für den Mai. Na, Yandex ist alles auf einmal und alles so kompliziert. Wie gesagt, ihr könnt das Shiny bekommen aus dem Raid. Am Sonntag von 11 bis 14 Uhr findet auch ein Raid-Tag mit Mega Kangama statt. In dem Zeitraum erscheinen Mega Kangama häufiger in Mega Raids. Die Chance auf ein schillerndes Kangama ist erhöht, was viele sicherlich freuen wird. Ihr erhaltet während des Events und bis zu 2 Stunden danach bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Würde ich vielleicht sogar für Demeteros nutzen und nicht unbedingt für Mega Kangama. Weil 100er habe ich, Shiny habe ich und von Demeteros noch ein paar XL sammeln, um das hochzuziehen. Naja, egal. Schauen wir uns mal an. Wilde Pokémon. Pokémon, deren Entwicklungen die Mega-Entwicklung in Pokémon Go vollführen können, erscheinen häufiger in der Wildnis. Bisasam, Glumanda, Shiggy, Phlegmon, Nebulak, Voldilam, Haspirosh, Schneebedeck. Können auch alle Shiny sein. Belohnungen für Feldforschungen, auch Event-Feldforschungsaufgaben werden verfügbar sein, für die ihr zufällig mit Mega-Energie für eines der Pokémon belohnt werdet, die derzeit die Mega-Entwicklung vollführen können. Mega-Energie für Kangama erhaltet ihr nur aus Mega-Raids gegen Mega-Kangama. Das also wichtig. Mega-Pokémon profitieren noch von einem WP-Boost. Also lasst uns Mega-Raids machen morgen, 18 Uhr im Stream. Vielleicht am Samstag, dann auch am Sonntag, je nachdem. Demeteros hat ja jetzt keinen mehr vom Sockel gehauen, so richtig. Deswegen schauen wir mal. Wir werden vielleicht auch mal eine Umfrage machen, wie das am Wochenende weitergehen soll. Aber morgen, Freitag, steht ganz im Schatten von Kangama, dass wir einen Community Raid ab 11 und dann einen Stream ab 18 Uhr. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr freut euch. Wie findet ihr Mega Kangama? Freut ihr euch drauf? Habt ihr Bock? Oder werdet ihr nur die 3 Raids machen und dann ist das Ding für euch schon wieder Geschichte? Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.